Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um mein Budget für den Monat Oktober und wir machen auch eine kleine Abrechnung aus dem Monat September und ich zeige euch, für was ich mein Geld so ausgegeben habe. Es tut mir leid, dass sich die Videos über Finanzen und Käufe jetzt gerade so ein bisschen häufen. Ich versuche das beim nächsten Monatswechsel ein bisschen zu entzerren, damit nicht beide Videos so direkt hintereinander kommen, also das No-Buy-Update und das Budget-Video. Aber für den Monat konnte ich es jetzt nicht ändern, weil es ist schon so spät im Oktober und ich wollte dieses Video jetzt nicht noch später filmen. Wir werden in diesem Video jetzt drei Punkte durchgehen. Zuerst zeige ich euch die Ausgaben aus dem Monat September. Dann erzähle ich euch so ein bisschen was über Aktien bzw. warum ich jetzt angefangen habe und wie ich angefangen habe und so. Da haben ganz viele nämlich gefragt unter meinem letzten Video. Und als drittes gehe ich mal auf meine Budgetplanung für den Monat Oktober ein und zeige euch, für was ich wie viel Geld eingeplant habe. Ich habe im Monat September das erste Mal wieder eine App benutzt, um meine Finanzen zu tracken. Sonst habe ich immer später manuell im Bullet Journal wirklich jede Ausgabe aufgeschrieben und dann irgendwie zusammengefasst zu einer Kategorie und so. Und das war mir dann doch irgendwie zu unübersichtlich einfach, weil dann verschreibt man sich, dann verrechnet man sich mit dem Taschenrechner oder vertippt sich oder so. Und es war einfach nur ein riesen Gekrakel. Deswegen habe ich mich daran erinnert, dass ich vor ein paar Monaten schon die App Money Control, genau. Ich habe die App Money Control schon Anfang des Jahres gekauft, auch in der Vollversion, weil ich die in irgendeinem YouTube-Video gesehen hatte und die ganz gut fand. Und habe die dann aber nur einen Monat benutzt und dann irgendwie nicht mehr und dann ist sie in Vergessenheit geraten. Ich habe sie aber nie deinstalliert, weil ich wusste, dass ich Geld dafür bezahlt habe. Und im September hat sie das erste Mal so richtig Klick gemacht und dann kam die App natürlich wie gerufen und ich habe sie wieder benutzt und habe die auch ein bisschen besser eingestellt. Ich will jetzt keine Werbung machen für die App, also ihr müsst euch, wenn dann, wirklich selber überlegen, welches Tool ihr benutzt, ob das überhaupt eine App sein soll, ob das ein Haushaltsbuch auf Papier ist, ob das euer Bullet Journal ist. Also ich will euch da auch nirgends reinreden oder überreden, was zu kaufen. Ich erzähle euch lediglich, was ich benutze und was für mich funktioniert. Ich habe auch ehrlich gesagt damals nicht viele Finanz-Apps verglichen, sondern habe mir diese App Money Control einfach gekauft, weil die in irgendeinem YouTube-Video von irgendeiner YouTuberin, die ich mochte, empfohlen wurde. Ich kann euch schon gar nicht mehr sagen, wer das war, das habe ich nämlich vergessen. Auf jeden Fall bin ich ganz froh, dass ich keinen Scheiß gekauft habe, also ich bin relativ zufrieden mit der App. Ich habe dort dann auch meine Konten angelegt, also voreingestellt ist, glaube ich, ein Girokonto, Tagesgeldkonto und Sparkonto oder so ähnlich. Und da habe ich dann wirklich aufgedröselt in verschiedene Konten. Ich habe das schon mal erzählt, dass ich noch mal ein Postbankkonto habe von immer, also von früher, und seit wir verheiratet sind, haben wir auch ein Gemeinschaftskonto. Und ich werde in den nächsten Monaten bis Ende des Jahres mein Girokonto bei der Postbank kündigen, weil ich nur noch eins benötige und weil das Online-Banking von der Postbank für mich nicht funktioniert. Deswegen werde ich die Bank wechseln. Auf jeden Fall habe ich deswegen zwei Konten und dann habe ich noch ein Sparbuch bei der Postbank und dann gibt es noch ein Sparbuch bei der ING DiBa. Und dann habe ich auch noch ein Konto angelegt für mein PayPal-Konto. Ich habe noch ein Konto angelegt für Kleiderkreise. Ach so, ja, und für mein Aktiendepot habe ich auch ein Konto angelegt. Also Konto angelegt in dieser App, meine ich damit. So, dass ich wirklich die Zahlungen, wie sie sich bewegen, in der App genau da buchen kann. Und genau den Überblick habe, was ist auf meinem PayPal-Konto los, was ist auf meinem Postbankkonto los, was gegen die Diebe und so weiter und so weiter. Es ist gerade noch relativ unübersichtlich bei mir, aber ich arbeite dran. Der Grund, warum ich das noch nicht früher gemacht habe, ist, weil auf meinem Sparbuch bei der Postbank mein Geld drauf liegt, was ich für mein BAföG zurückzahlen werde. Und erst wenn ich das sozusagen bezahlt habe und das Konto leer ist, dann werde ich das kündigen und das dann löschen sozusagen. Okay, aber deswegen seid ihr nicht hier, sondern ihr wollt wissen, wie hoch meine Ausgaben waren. Beziehungsweise wahrscheinlich wollt ihr erstmal wissen, wie hoch meine Einnahmen waren. Im Oktober werde ich euch eine Gesamtzahl der Einnahmen vielleicht nennen können. Es ist bei mir so, dass ich euch nicht sagen kann, wie viel ich in meinem Job verdiene, weil es bei uns in der Firma nicht gewünscht ist, dass die Leute wissen, wie viel der andere verdient. Und ich weiß, dass auch Kollegen von mir diese Videos schauen. Deswegen kann ich nicht öffentlich sagen, was ich in meinem Teilzeitjob verdiene. Aber was ich euch sagen kann, ist vielleicht die Gesamtsumme. Und die erschließt sich aus verschiedenen Einnahmequellen, nämlich meinem Teilzeitjob, dann habe ich noch einen Minijob und dann habe ich auch noch YouTube. Also drei Einnahmequellen und die Gesamtsumme kann ich euch vielleicht sagen. Und was dann auch noch dazu kommt, sind zum Beispiel Geschenke oder Verkäufe. Also wenn wir jetzt zusammenrechnen, alle meine Jobs und YouTube und Verkäufe, dann hatte ich im September Einnahmen von 2.170,73 Euro netto.
Davon waren 413,23 € aus Verkäufen und der Rest schlüsselt sich aus den anderen drei Bereichen zusammen. So, dann blende ich euch mal kurz meine Ausgaben ein und zwar in Prozenten, aber ich werde euch jetzt trotzdem auch die Beträge sagen. Die größten Ausgaben gab es diesen Monat wieder für Lebensmittel. Das war eigentlich ganz interessant. Wir haben ja angefangen, Intervall zu fasten und eigentlich waren unsere Lebensmittelkosten sehr, sehr, sehr gering. Nämlich nur eigentlich 150 €, was nur die Hälfte ist von dem, was wir sonst ausgegeben haben. Aber dann sind wir, ich glaube, eine Woche oder ein paar Tage vor Monatsende nochmal zum Kaufland gegangen und haben da einen Großeinkauf gemacht, weil wir die Familie zu uns eingeladen hatten. Und mein Mann hat groß aufgekocht und dafür haben wir eben ein paar spezielle Sachen gebraucht, die man jetzt nicht einfach so bekommt, beim Aldi zum Beispiel. Deswegen haben wir einen großen Einkauf beim Kaufland gemacht. Und dort haben wir 150 € ausgegeben, bei einem einzigen Einkauf. Gut, wir haben da auch dann für 5 Personen gekocht und auch wirklich sehr hochwertiges Essen gekauft. Mein Mann hat einen Braten gekocht, das ist auch immer sehr teuer. Naja, jedenfalls haben sich durch diesen einen Einkauf unsere Lebensmittelausgaben dann verdoppelt in Bezug auf das, was wir vorher ausgegeben hatten, nur für uns beide. Und wir sind bei knapp 265 € für diesen Monat rausgekommen, was immer noch 35 € günstiger ist als der Durchschnitt, den wir davor ausgegeben hatten. Die zweitgrößte Ausgabe sind 150 € und das ist das Geld, was ich diesen Monat in Aktien und ETFs gesteckt habe. Aber dazu erzähle ich euch dann gleich im nächsten Schritt noch mehr. Machen wir erstmal die Gesamtausgaben fertig. Ich habe für knapp 140 € Geschenke gekauft. Dabei war ein Hochzeitsgeschenk für meine beste Freundin, ein Geburtstagsgeschenk für meine Mama und ein Babygeschenk für eine Freundin, die ein Baby bekommen hat. Also 140 € für Geschenke ist gar nicht mal so wenig, finde ich. Ich meine, das ist auf meiner Ausgabenliste auf Platz 3. Trotzdem bereue ich es natürlich nicht. Das sind einfach viele Sachen zusammengekommen und ist auch völlig in Ordnung. Ich habe 105,99 € für Weiterbildung ausgegeben. Dazu zähle ich zum einen die BookBeat-App, die ich ja monatlich beziehe, für knapp 10 €. Und ich habe den Jahresbeitrag für die App oder den Anbieter Skillshare bezahlt. Skillshare habt ihr bestimmt schon oft gesehen in Werbevideos von YouTubern. Die sind sehr aktiv hier auf Social Media, da machen sehr viele YouTuber Werbung für. Und irgendwann hat es mich doch mal gepackt und ich habe auch eine Mitgliedschaft abgeschlossen. Und ich besuche dort Malkurse zum Beispiel, aber ich möchte in Zukunft auch noch andere Kurse besuchen. Deswegen, ja, der Jahresbeitrag waren ungefähr, ich glaube, 96 € und das wurde auch im September abgebucht. Der nächste Punkt waren knapp 98 € für Gesundheit. Dabei waren einmal 23 € für den Physiotherapeuten. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich glaube nicht. Erzähle ich vielleicht mal in einem Vlog. Und dann habe ich noch eine 75 € Rechnung vom Zahnarzt. Die habe ich aber bei meiner Zahnzusatzversicherung eingereicht. Also hoffentlich bekomme ich da noch einiges zurück. Aber erstmal ist das Geld weg. Also 75 € Zahnarzt. So, dann geht es auch schon weiter mit den Standardsachen. Als nächstes kommen 70 € Garagenmiete. Dann habe ich nochmal knapp 70 € ausgegeben als Zubehör für mein Bullet Journal und für Bücher und so. Das musste jetzt nicht unbedingt sein, da muss ich auf jeden Fall mal noch dran arbeiten. Das waren aber Sachen, die ich besorgt habe für den Planer fürs nächste Jahr. Also ist eine einmalige Ausgabe. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Dann habe ich knapp 72 € für Porto bezahlt. Das muss ich also von den 413 € für Verkäufe eigentlich noch abziehen, weil ich quasi ja in Verkäufe die Gesamtsumme reinrechne, die ich vom Verkäufer bekomme. Aber dann nochmal minus 62 € Porto, also sind wir knapp bei, oh je, 350 €. Ich habe für 52 € getankt. Die 24 € in der Kategorie allgemein, das ist Bargeld, das habe ich in der Arbeit in meinen Rollcontainer gelegt, wie das klaut jetzt jemand. Falls ich mal mittags essen gehe mit Kollegen oder so, dass ich ein bisschen Bargeld da habe, falls ich an dem Tag dann keins dabei haben sollte. Dann habe ich 20 € ausgegeben für den Garten. Da habe ich Gartenerde gekauft und ich glaube Samen. Dann haben wir 19 € für den Hund ausgegeben und zwar für Hundefutter. Ich habe 18,15 € für Restaurants ausgegeben. Dabei waren, glaube ich, 2 oder 3 Kaffeebesuche und einmal Essen. Freizeitaktivitäten waren knapp 17 €. Da haben wir nämlich einmal einen Film auf Amazon Prime ausgeliehen für knapp 3 € und einmal einen Film auf Amazon Prime gekauft für 14 €. Und einmal 2,85 € für Haushalt, das war Toilettenpapier. So, das war jetzt der Überblick über alle Ausgaben, die ich im September hatte. Wie ihr gesehen habt, habe ich ja einmal 150 € in Aktien und ETFs investiert und da haben sich ganz viele von euch dafür interessiert, wie das jetzt zustande kam und da würde ich euch jetzt gerne einen ganz kleinen Umriss geben. Vorher möchte ich sagen, das ist keine Kaufempfehlung, also ihr müsst auf jeden Fall selber ganz gut überlegen, was ihr macht.
Ich will euch auch nicht überreden, euch Aktien oder ETFs oder irgendwas zu kaufen. Ich erzähle hier lediglich, was ich mache und ich gebe keine Kaufempfehlung ab, das überhaupt zu tun und auch nicht für spezielle Produkte. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, wie ihr wisst, ich fange gerade erst selber an. Ich berichte euch lediglich, was ich getan habe. Okay, also von vorne. Ich habe den YouTube-Kanal von Mindful Money total durchgesuchtet, habe von unten angefangen. Da ging es los mit die eigene Sparquote berechnen. Dann hat sie viel erzählt, wie die Inflation und auch andere Sachen natürlich das Geld immer weniger wert werden lassen. Und allgemein bin ich ja schon lange eigentlich der Meinung, dass ich das machen möchte, aber es kam mir immer sehr kompliziert vor. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter mal ein Aktiendepot hatte bei der Postbank, früher als ich noch ein Kind war. Und da musste man immer zur Bank gehen, einen Termin machen mit dem Bankberater. Dann hat er einem das empfohlen, weil man selber irgendwie gar nicht so richtig Ahnung hatte. Und es war auch wirklich sehr schwer, sich darüber zu informieren oder überhaupt einen Einstieg zu finden. Deswegen hat man das eigentlich dem Bankberater überlassen, was der macht. Der hat einem dann ein paar Sachen vorgeschlagen, ABC, und man hat dann gesagt, ich nehme die drei. Und so war das dann halt. Aber glücklicherweise ändern sich die Zeiten und im Zuge der Digitalisierung wird alles irgendwie einfacher und zugänglicher. Und auf dem YouTube-Kanal von Mindful Money hat sie zum Beispiel verschiedene Depotanbieter verglichen, auch mit den Gebühren und so weiter. Also es gibt quasi so eine Art Online-Portal, da meldet man sich an, da überweist man dann Geld rein und dann kann man innerhalb dieses Portals sich einfach Aktien, ETFs rauspicken und kaufen. Und man kann auch Sparpläne machen, das heißt, man macht das, wie soll man sagen, routinemäßig jeden Monat. Man stellt das einmal ein, sozusagen wie ein Dauerauftrag. Und dann läuft es. Also zum Beispiel jeden Monat 50 Euro kommen da rein von meinem Girokonto und in diesem Portfolio werden davon automatisch genau diese Aktien oder genau diese ETFs gekauft. Das heißt, man muss sich da auch nicht jeden Monat neu drum kümmern. Man entscheidet sich einmal dafür, was man kaufen will und dann lässt man das laufen, solange bis man seine Meinung ändert. Sie hat dann sehr viele verschiedene Anbieter verglichen, auch von den Gebührenstrukturen her. Das war ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zu unübersichtlich, aber manche haben Gebühren erhoben pro Kauf und manche pauschal und da muss man sich halt überlegen, wie viele Käufe tätige ich und was ist dann für mich gebührentechnisch günstiger. Und das war mir dann auch schon wieder so, da habe ich mich dann auch nicht so ganz rangetraut oder schon, aber ich konnte mich irgendwie nicht entscheiden oder ich wollte die Entscheidung halt noch nicht treffen. Und dann bin ich auf Trade Republic gestoßen, das soll jetzt auch keine Werbung sein, die sponsern mich auch nicht. Auf jeden Fall hat sie dann nochmal ein Update-Video gemacht zu den Gebührenvergleichen und das könnt ihr euch gerne anschauen, ich verlinke euch das unten. Und da hat sie eben, gezeigt, dass Trade Republic, dafür habt ihr vielleicht auch schon mal Werbung bekommen vor YouTube-Videos von anderen YouTubern, dass Trade Republic eben fast keine Gebühren erhebt, also dass es gebührentechnisch der günstigste Anbieter ist. Warum sind die so günstig? Die haben keine Leute mehr im Store, also das gehört jetzt nicht zu irgendeiner Bank oder so, sondern das ist einfach nur eine App, da sitzen Leute zu Hause, die machen die IT. Das läuft alles digital, da habt ihr auch keinen Ansprechpartner und es gibt auch keine Desktop-Anwendung mehr. Es gibt nur die App auf dem Handy und das macht das Ganze natürlich für die Anbieter relativ kostengünstig und deswegen müssen die auch nicht so viele Gebühren erheben. Ich habe mir also dann irgendwann die App Trade Republic runtergeladen, habe mir einen Account erstellt, dann muss man sich auch verifizieren, also ist alles sehr offiziell, die müssen dann die Identität prüfen und so weiter und so fort. Jedenfalls habe ich das eröffnet und habe meine ersten 150 Euro da rein überwiesen. Dann habe ich mir angeguckt, wo ich mein Geld hinsparen möchte, habe Sparpläne angelegt, also wirklich diese routinemäßigen Käufe, dass jeden Monat von meinem Girokonto da Geld reinfließt und Trade Republic routinemäßig jeden Monat die Aktien und ETFs kauft, die ich möchte. So kam das. Es ist einfach. Es ist sehr einfach. Zumindest dieser ganze Prozess ist sehr, sehr einfach geworden. Also da werden einem eigentlich keine Hürden mehr in den Weg gelegt und es gibt eigentlich keine Ausreden mehr, was den Prozess angeht, warum man das nicht tun sollte. Was einem das natürlich nicht abnimmt, ist die Entscheidung, was man kauft, beziehungsweise überhaupt sich darüber zu informieren, welche Aktien, welche ETFs, wie Finanzpapiere überhaupt funktionieren und so weiter und so fort. Aber ich kann euch mal ein paar Bücher unten in der Infobox verlinken, die ich bisher gelesen habe und wo ich mich so ein bisschen reingearbeitet habe in das Thema. Wie gesagt, ich bin noch lange kein Profi, aber irgendwann muss man einfach mal anfangen, also habe ich einfach mal angefangen. Und ich denke, ich werde in Zukunft wahrscheinlich auch noch mich für andere ETFs entscheiden als heute. Aber man muss einfach lernen und wenn man nicht anfängt, dann macht man es einfach nicht. Und mit 150 Euro schmeiße ich jetzt auch nicht das größte Geld da rein. Also wichtig wäre vielleicht auch noch zu sagen, dass man nicht mit all seinem Geld da reingehen sollte, sondern dass man auf jeden Fall mehrere Standbeine haben sollte. Und man muss einen Notgroschen zu Hause haben, sodass man nicht in Notfall seine Aktien zu einem schlechten Preis verkauft.
verkaufen muss. Deswegen ist meine Strategie für die Zukunft, nachdem ich das BAföG zurückbezahlt habe, möglichst schnell meinen Notgroschen wieder aufzubauen. Das sollten im Idealfall nochmal 10.000 Euro sein und eben nur mit einem relativ kleinen Betrag von 150 Euro im Monat mir ETFs und Aktien zu kaufen. Was ich euch jetzt unterschlagen habe, ist, wie viel Geld mir übrig geblieben ist im Monat September. Das waren nämlich 1.261 Euro und knapp 49% der Einkünfte. Und wenn ihr das mal in Relation setzt, dass mir 1.200 Euro übrig geblieben sind und ich nur 150 Euro in Aktien und ETFs gesteckt habe, dann glaube ich, könnt ihr gut nachvollziehen, was ich damit meine mit erstmal erste Priorität Notgroschen und nur mal so ein bisschen lernen und rantasten an ETFs und jetzt nicht mein ganzes Geld da reinschmeißen. So, dann kommen wir jetzt zu der Planung für Oktober. Die erfolgt nicht in der Money Control App, sondern noch ganz analog in meinem Bullet Journal. Das werde ich euch mal eben einblenden, damit ihr das gut mitverfolgen könnt. Meine Einnahmen kann ich euch leider noch nicht nennen. Das liegt daran, dass ich erstens zum heutigen Tag meine Lohnabrechnung noch nicht in Händen halte. Obwohl ich sie selber gemacht habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geguckt, was ich rauskriege, weil ich da, wenn ich die Lohnabrechnung mache, nicht mit mir persönlich beschäftigt bin, sondern mit dem großen Ganzen. Und deswegen kann ich es euch gerade noch nicht die Gesamtsumme sagen. Ich habe nämlich kurz gearbeitet, deswegen weiß ich nicht genau, wie viel ich rauskriege auswendig. Und außerdem kriege ich meine YouTube-Abrechnung auch immer erst irgendwann so zwischen 6. und 10. am Anfang des Monats. Das heißt, zum heutigen Datum weiß ich noch nicht, wie hoch meine Gesamteinnahmen sind. Was ich aber weiß, ist, wie hoch meine Fixkosten sind. Wir befinden uns jetzt erstmal auf meinem Postbankkonto, mein persönliches mir alleine Konto. Da fließen die Einnahmen drauf. Und wir haben Fixkosten von einmal, wie immer, 15 Euro für den WWF. Dann meine Zahnzusatzversicherung, die habe ich gekündigt. Übrigens habe ich ungefähr fast alle Verträge gekündigt, die ich habe. Der letzte läuft, glaube ich, im Januar 2021 aus. Und ich habe Verträge gekündigt im monatlichen Wert von 279 Euro. Bedeutet, dass ich jeden Monat 279 Euro mehr Luft habe. Ich bin nämlich wirklich nochmal ganz radikal durch alle meine Verträge und Verpflichtungen durchgegangen und habe alles weggekündigt, was ich nicht unbedingt brauche. Also meine Zahnzusatzversicherung habe ich auch gekündigt. Das heißt, die läuft noch bis Dezember. Ich hatte also sehr viel Glück, dass die Zahnarztrechnung jetzt noch dieses Jahr kam. Ab nächstem Jahr muss ich die dann wieder ganz alleine bezahlen, aber das macht nichts. Dann habe ich Fixkosten von 5 Euro für so einen Online-E-Mail-Provider-Anbieter, was auch eigentlich kein Mensch braucht. Das hat früher mal mein Papa bezahlt, als ich noch ein Kind war und dann ist der Vertrag auf mich übergegangen und ich habe das nie in Frage gestellt, aber eigentlich braucht das kein Mensch. Das war so ein E-Mail-Premium-Ding. Das läuft noch bis Januar 2021. Dann mein Handyvertrag 9,99 Euro, mein BookBeat-Vertrag 9,99 Euro. Dann noch ein 1&1-Tool und zwar gehört es zu meiner Homepage. Das ist so eine Art Sichtbarkeitsmanager und Analytik-System für Homepages. Das war so ein Zusatzangebot, das war irgendwie das erste Jahr kostenlos und ich so, ja, mache ich und dann vergisst es wieder. Jedenfalls habe ich das auch gekündigt, das kostet nochmal 9,74 Euro und das wird diesen Monat zum letzten Mal abgebucht. Dann habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung in Kombination mit einer Rente. Und ich habe mir die Papiere jetzt nochmal, die habe ich abgeschlossen, als ich angefangen habe zu arbeiten. Und ich habe mir die Papiere jetzt nochmal ganz genau angeguckt und auch nochmal die Gebührenstruktur. Und habe leider festgestellt, dass ich dann Scheiß unterschrieben habe und dass ich sehr, sehr, sehr viele Gebühren zahle. Deswegen habe ich das komplette Ding einfach gekündigt. Das kostet 163,67 Euro. Die von euch, die meine Budgetvideos schon länger gucken, wundern sich vielleicht, warum sie die Zahlung vorher noch nie gesehen haben. Das liegt daran, dass es in der Vergangenheit immer nur, ich glaube, 23 Euro für die Berufsunfähigkeit waren und jetzt erst der Rentenbaustein hinzugekommen ist für 150 Euro. Also ist es jetzt teurer geworden und das hat mir dann auch so den Anstoß gegeben, nochmal genau drauf zu gucken, was ich da eigentlich abgeschlossen habe vor 2,5 Jahren. Und leider war es nichts Gutes. Also anstatt mein Leben lang da einzuzahlen und viel Geld an Gebühren zu verlieren, habe ich das gekündigt. Allerdings weiß ich noch nicht, bis zu welchem Datum, weil ich noch keine Kündigungsbestätigung bekommen habe. Aber gekündigt ist es auf jeden Fall. Bedeutet, dass ich für diesen Monat Fixkosten habe von 228,10 Euro. Dann meine Budgets. Einmal 820 Euro fließen auf das Gemeinschaftskonto. Dann lege ich 1,16 Euro zurück für die jährliche Abbuchung meiner Auslandskrankenversicherung. Dann lege ich einmal zurück 6,76 Euro für Verhütung.
und 8 Euro für Skillshare, damit ich die Rechnung nächstes Jahr begleichen kann. Ohne Probleme. Sind wir bei einem Budget von 835,32 €. Wie gesagt, da ich die Einnahmen noch nicht kenne für diesen Monat, kann ich euch noch nicht sagen, wie viel mir da an sich übrig bleibt. Dann bewegen wir uns auf das nächste Konto, auf das Gemeinschaftskonto. Da haben wir zwei Einnahmen. Zum einen die 820 Euro, die von mir kommen. Und dann kommen einmal 350 Euro von meinem Mann rüber überwiesen. Der Betrag von meinem Mann ist geringer, weil sehr viele unserer Verträge über sein eigenes Konto laufen. Also zum Beispiel Versicherungen, Hausratversicherungen und so weiter, Unfallversicherungen, aber auch unser Internet zu Hause, unser Telefon und diese ganzen Sachen. Und auch die Autos laufen über meinen Mann. Wir haben das mal irgendwann ausgerechnet und aufgedröselt und die Differenz ist eben genau so, dass er 350 ins Gemeinschaftskonto noch überweist und ich 820. Davon gehen nochmal weg 70 Euro Fixkosten für meine Garage und 60 Euro gehen monatlich in mein Aktiendepot von Trade Republic, worüber wir gerade gesprochen hatten. Und dann Budgets. Einmal 5 Euro für Apple Music, das wird ja quartalsweise abgebucht, 15 Euro sind das. Dann legen wir zurück Fixkosten für unseren Camper, das sind monatlich 106 Euro und 76 Cent. Sprit für mein Auto sind ungefähr 60 Euro. Hundesteuer sind ungefähr 8 Euro im Monat. Der Hund kostet uns ungefähr nochmal 30 Euro für Futter im Monat. Ich habe jetzt mal ganz knapp gerechnet 200 Euro für Lebensmittel. Schauen wir mal, ob das reicht. Ansonsten noch 50 Euro allgemein für Haushalt, 5,75 Euro für Amazon Prime, 150 Euro für unsere Freizeit, also essen gehen und so weiter und so fort. Und dann haben wir nochmal ein großes Budget und zwar habe ich nochmal 300 Euro Budget veranschlagt für meine Geburtstagsfeier. Ich werde nämlich Essen bestellen von einer lokalen Gaststätte. Ich habe das Angebot leider noch nicht, aber ich denke, es werden so ungefähr 150 Euro sein. Dann habe ich noch ein Bierfass, was ich kaufen möchte. Ein Freund von mir arbeitet in einer Brauerei und da möchte ich ein helles Fass von denen kaufen. Und das kostet 60 Euro. Und dann muss ich ja noch andere Getränke kaufen für die Gäste und Kuchen backen und dies, das. Und ich denke, ich werde irgendwo zwischen 200 und 300 Euro rauskommen. Deswegen habe ich mal großzügigerweise 300 Euro für die Party veranschlagt. Ich werde einmal 7 Gäste haben von der Familie und dann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal 17 Freunde. Und dann bleiben auf unserem Gemeinschaftskonto diesen Monat leider nur 124,49 € über. Die überweisen wir dann wieder raus auf ein Sparbuch, was auch wieder dazugehört zu diesem Girokonto. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt Mode, dass die Banken einem für jedes Konto, was man eröffnet, immer nochmal so ein Sparkonto obendrauf und top geben und am besten noch eine Kreditkarte und so. Okay, also es tut mir wirklich sehr leid, dass ich euch noch nicht sagen kann, wie viel ich potenziell im Oktober sparen werde auf meinem persönlichen Bereich. Aber beim nächsten Budgetvideo können wir das dann ja genau nochmal aufschlüsseln und ich kann euch dann nochmal genaue Zahlen nennen. Und wir gucken mal, ob das überhaupt hingehauen hat mit den Budgets, vor allen Dingen für Lebensmittel, wie ich mir das vorgestellt habe. So, das war ein sehr langes Video. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne unten in die Kommentare. Ich kann mich dann bemühen, im nächsten Budgetvideo ein bisschen genauer darauf einzugehen, was euch fehlt, was ihr vielleicht gar nicht wissen wollt, was ich zu viel erzählt habe. Außerdem gebt dem Video bitte gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach unten, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr gerne über ein Abo von euch freuen, wie immer. Und wir sehen uns am Samstag wieder mit einem Project Pan Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch und bis zum Wochenende. Tschüss!